frohes Neues, Leute. Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute den 29. Januar und es ist etwas erschienen. Das ist hier drin in diesem tollen Paket. Sehr heile erschienen. Ich musste heute hinter dem Paket herrennen. Ihr kennt meine DHL-Stories, das sind die besten. Ich habe nur Stress mit den Kekos. Egal. Hier ist was drin. Das packen wir jetzt aus. Ne? Logischerweise. Mensch, wer hätte das gedacht? Und wenn ich es aufmache, werdet ihr auch gleich sehen, was es ist. Es ist ein Sarg. Es ist das Album von Damon. Wut stoppen. Ist aus Pappe. Mensch, ich habe immer gedacht, das Ding wäre aus Holz. Egal. Es sieht schön aus. Es hat eine tolle Form. Man kann es schön hinstellen. Ne? Also man wird es im Background beim Stream bei mir sehen. Ich habe das Album schon gehört über Spotify. Es läuft bei mir gerade rauf und runter. Und ich muss sagen, ich finde alle Tracks mega geil. Die Box, Holzoptik, vorne drauf das Kreuz mit Wut stoppen. Mit dem Logo von Damon drauf, DEA. Hinten drauf Damon, hier unten. Barcode 2020, Deluxe-Boxen. Genau, die Box gab es über Deluxe-Boxen oder auch nachträglich über Amazon zu erwerben. Deluxe-Boxen.de, KRB. Sehr schön. Wir machen sie jetzt vorsichtig auf. Ich kann bis jetzt nur sagen, Album hat von den Tracks her einen bunten Mix. Ne? Also wirklich einen sehr bunten Mix. Folie ab, komm weg. Und jetzt so rum. Da ist ein bisschen was drin, natürlich. Goodies, einmal hier. Ein Kleidungsstück. Dann eine Kette. Gucken wir uns gleich näher an. Ein Sticker, der ein bisschen scheiße eingepackt ist, weil lag auf der CD drauf, hat jetzt so einen Knick. Okay, lassen wir durchgehen. Das Album an sich. Schönes Frontcover in dem Sinne. Und eine Autogrammkarte mit Damon drauf. Lang lebe der Mode. Ja, das war die Box. Kann man prima irgendwas reinpacken. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Autogrammkarte. Da haben wir sie. Lang lebe der Mode. Sehr schön. Kann ich wieder aufstehen, ne? KLB Mode, Sticker. Schön sind natürlich immer mehrere Sticker, aber er hat schon über Instagram bekannt gegeben, dass das Budget für mehr Sticker irgendwie nicht gereicht hätte. Ist okay. Vielleicht kann man die Sticker ja im Shop mal auch so erwerben. Das ist natürlich auch immer cool. Ja, dann kommen wir erstmal zum Album. Ist immer ein bisschen tricky, das aufzumachen. Ich will die Hülle ja nicht zerkratzen. Ich krieg sie nicht auf. Lul, Alter. Lul. Ich will das Video halt auch nicht zu lang halten. Ne? Also, alles cool. So, weg damit. Also, Frontcover der CD und Backcover. Sehr schön. Es sind 14 Tracks drauf. Der Opener, Las Vegas, KLB Anthem, featuring Johnny Dixon, Kapuzen, Wutstoppen 2, namensgebender Track. Ist das Instinct, dann Sorry featuring Gary Washington, Dabei featuring Kronkel Dom, Schwarze Schaf, Alles gespeichert featuring Sensor, Keep Calm, Born Alone, Die Alone featuring Sailed, Risiko und Sense. Ich muss tatsächlich sagen, die bunte Mischung gefällt mir sehr gut. Ich war immer wieder so ein bisschen, also Damon hat ja so seinen eigenen Stil, muss ich sagen, und ich war immer so, wenn er jetzt eine zu bunte Mischung macht, mir wird das Album dann safe nicht gefallen. Mir wird wahrscheinlich nur die Hälfte der Tracks gefallen. Und ich muss aber sagen, Damon hat eine gute bunte Mischung geschaffen. Finde ich absolut geil. Damon, wenn du es sehen solltest, das Video, mach einfach weiter so. Ja, man kann nicht mehr dazu sagen. Also Bombe, es ist
wirklich gut. Man kann es gut pumpen. Sehr gut sogar. Ich werde jetzt das Booklet rausholen, ohne es tatsächlich zu beschädigen. Aber es klappt. Das Ding ist, ich kriege die Booklets, ne? Ich kriege die nie richtig raus, ey. Ohne irgendwas damit zu machen. Ich will wissen, ob da noch irgendwas drin ist. Eine Danksagung oder sonst was. Jetzt habe ich es. Da sind halt einfach nochmal Bilder drin. Das Bild von der Autogrammkarte. Damon sagt Danke. Werden wir jetzt nicht vorlesen. Ich werde es aber mal. Vielleicht kann man das lesen. Vielleicht nicht. Ja, könnt ihr auf Pause machen. Zwei Seiten Danksagung. Wenn ihr es lesen könnt, ich hoffe es. Ja, mega geil auf jeden Fall. Hashtag Damon Family KLB Mode für immer. So, das ist jetzt der Inhalt der CD, also von innen drin. Die CD selber, relativ schlicht gehalten, passt aber auch zum Design. Also sehr stark. Ja, jetzt gucken wir uns die beiden Highlights an. Einmal die Kette. Ich dachte erst, das wäre ein Dogtag. Tatsächlich ist das auch sowas ähnliches. Und zwar KB Mode Kette. Kann man das erkennen? Ich denke ja. Gut, bei mir hängt die tatsächlich hier oben. Das kann man noch machen. Ich mag es persönlich, wenn sie ein bisschen niedriger noch hängt. Aber das ist Geschmackssache. Dennoch sehr schön. Schönes Goodie, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier das Highlight. Nein, es ist kein T-Shirt, es ist kein Hoodie. Es ist mal was anderes. Und zwar etwas, was es auch noch nie gab. Tatsächlich. Eieiei. Und zwar ist das hatte Damon auch schon vorgestellt gehabt. So ein Überwurf für den Kopf, also mit Kapuze. Vorne steht, so muss ich wieder rankommen, ne? Vorne steht Damon drauf. Und hinten ist eingestickt KRB-Mode. Und ja, ist ein bisschen warm. Und hier drin sollte irgendwie noch ein Mundschutz sein oder sowas. Aber es ist tatsächlich mal was anderes. Wenn man jetzt einen Pullover anhat oder sowas, der keine Kapuze hat, kann man das da drunter ziehen, das da drunter packen. Ich habe gedacht, das wäre hier unten doppelt gefüttert. Aber dieses Futter ist halt dieser Mundschutz, ey. Lul. Also, fresh ist es auf jeden Fall. Das Ding hält warm. Für die Jahreszeit und für den Schnee, der jetzt ansteht, auf jeden Fall geil. Nee, Bombe-Album, muss ich sagen. Macht euch euer eigenes Bild. Gönnt euch auf Spotify, unterstützt Damon. Und ich hoffe, dass er so weitermacht. Mega geil. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr das zeigen könnt. Kommentiert doch gerne, ob euch das Video gefallen hat. Und ob ihr das Album auch habt, ob ihr euch die Deluxe-Box geholt habt oder das normale Album und was euer Lieblingstrack ist. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bei all meinen anderen Videos oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Bis dann, haut raus und ciao, ciao. So sieht das Ding vom Nahen aus. Ich fühle mich gerade mega wie der Sensenmann, Alter. Ich gehe gleich ein paar Schafe schlachten auf dem nächsten Bauernhof. Kappa. Mega geil, aber ich würde sagen, haut rein, bis dann und ciao, ciao.